Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Dragon Quest Hüter des Himmels. Im letzten Part haben wir Tyrantula besiegt, auf einer relativ glücklichen Art und Weise, denn wir wurden ja zum Beispiel von diesen Klebenetzen nicht erwischt. Wir haben diese Marionette da befreit und jetzt begeben wir uns mal zu dem Schloss, denn sie wollte ja irgendwie allen sagen, dass sie irgendwie nicht mehr existiert oder sowas. Ich habe keine Ahnung mehr, ich weiß auch gar nicht, wie sie das rüberbringen sollte, dass sie nicht mehr existiert. Wie sollen das rüberkommen? Wir sollen ihr glauben. Ja, ich existiere nun nicht mehr, damit ihr Bescheid wisst. So, hier ist sie also schon mal nicht. Das ist ein bisschen beängstigend. Marionette, wo bist du denn jetzt gelandet? Aha, und der Hund ist hier draußen. Hat sie wahrscheinlich beerdigt, wa? Hallo, Marionette. An dem Grab liegt eine Puppe. Ja, welche Puppe denn wohl? Ah, wir haben eine Függe erhalten. Cool. Die Jagd nach den Fügen ist nun... Ah, sie ist noch nicht beendet, nein. Sie ist noch, Wie soll ich sagen? Die ist noch lange in Aktion, ja. Da, aber wie um alles in der Welt ist Marions Puppe hierher gekommen. Komm, Marionette, wir bringen dich in Marions Zimmer, damit du auch da bist, wenn sie wieder ankommt. Die wird nicht mehr wiederkommen. Ich dachte, Marionette wollte den anderen erzählen, dass das Marion nicht mehr da ist, so. Auch sehr komisch, wie sie die da jetzt durchschleppt, aber... Ach ja, Herr Marcel, oh, jetzt kommen die ganz feinen Töne. Ich soll euch von Marion sagen, dass ihr ihr Schiff haben könnt. Der Schiffsaufseher wartet unten am Steg auf euch, er weiß Bescheid. Ich wünsche euch alles Gute. Wünsche ich dir auch. Ich wünsche vor allem der Stadt alles Gute. Oh, wie er den Tod wahrscheinlich betrauert, oder? Es ist doch so ein Wimmern. Oh, wie süß. Ich würde ihn am liebsten auf meine Reisen mitnehmen. Wie cool wäre das, wenn man so einen Hund mitnehmen könnte? Boah, ich fände das irgendwie cool. Ich mag Hunde. Ich mag Hunde sogar... Ah, ich mag Katzen auch, aber das Problem ist, ich kann Katzen nicht vertrauen. Es klingt zwar... Es klingt zwar komisch, aber meine Schwester, also auch mein Nachbar, hat halt eine Katze. Und die will jetzt mehr Fürsorge haben, weil ich habe jetzt einen Neffen, halt, ich bin Onkel. Und der kriegt jetzt die ganze Fürsorge und die Katze will jetzt Fürsorge und so weiter haben. Und jetzt lässt sie sich auch kraulen, aber ich habe immer noch so Angst, dass die mich irgendwie kratzt oder so, weil ich habe öfter mal, nicht wirklich gesehen, aber öfter mal immer gehört, dass er, oder ja doch, das ist ein Er, die Katze ist ein Er, mit dem Namen Simba, immer gerne mal meinen lieben Schwager und meine Schwester mal gern gekratzt hat und so weiter. Und davor habe ich halt ein bisschen Angst bei Katzen, ne? Und Hunde sind da bei mir irgendwie, ich kann mich Hunden eher... Also, ich finde Hunde zutraulicher. Aber trotzdem finde ich Katzen damn cool. Ich finde die richtig cool. Aber ich glaube, ich würde mich eher den Hunden fügen. Da seid ihr. Ich habe schon auf euch gewartet. Wahrscheinlich habt ihr euch so lange bei Fräulein Blümli aufgehalten, was? Tatsächlich, ihr habt sie nicht mehr angetroffen, bevor sie ihre Reise angetreten hat. Die junge Dame trägt ihre Nase manchmal ziemlich hoch. Sie hätte sich wenigstens für ihre Rettung bedanken können. Aber sie hat es getan, indirekt. Wie versprochen gehört das Schiff nun euch. Ihr könnt fahren, wohin ihr euch der Wind treibt und reist in viele ferne Länder. Das Schiff liebt es zu reisen. Nicht nur das Schiff tut es, ich nämlich auch. Komm schon, steigt an Bord. Heute weht ein guter Wind, den solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Bootsfahren hasse ich eigentlich, denn... Ja, auch während des Bootsfahren, ich wünsche euch eine gute Reise, Junge. Ich bete für euch. Zu Babaji, ich hasse Bootfahren, weil auch während des Bootfahrens können uns Monster anspringen. Marcel erhält ein Schiff. Können mich auch Monster anfallen. Deswegen hasse ich das Bootfahren. Deswegen freue ich mich, wenn ich jedes Gebiet abgeklappert habe, sodass ich dann nur noch Teleportationen knallen muss, damit ich halt nicht mehr mit dem Schiff fahren muss. Aber das Schiff ist auch ziemlich wichtig, weil dort kann man looten, aber das können wir gleich machen. Juhu, wir haben uns ein Schiff unter die Nägel gerissen. Los, lass uns die Segel stechen, um mehr vom Meer zu sehen. Auch schön. Wenn du während der Überfahrt wissen möchtest, ob an Deck alles im Kutter ist, dann drücke einfach den B-Knopf, ja? Möchtest du weiter segeln, dann drück an Deck den A-Knopf an neben dem Steuerrad und schon wird der Anker gehisst. Willst du vom Bord, dann lenk mit dem Steuerkreuz auf die Küste zu. Du kannst dann über die Planken an Land gehen. Hast du das Schiff verlassen, kannst du auf der Karte nachsehen, wo es liegt. Solltest du es also nicht finden, drück den Y-Knopf. So, die erste Schifffahrstunde. Boah, Schifffahrstunde! Das allererste Wort, das ich mit drei F hintereinander kenne. Ein Wort mit drei Fs hintereinander. Ja, das sollte das erste sein. Wäre damit vom Stapel gerudert. Los, hissen wir den Anker, denn das Segeln turnt mich an.
Was? Was tut das, Bootsfahren mit dir? So, ich fahre aber, oder ich gehe ins Bootsinnere, denn hier können wir looten. Hier sind wieder Fässer, die wir zerbomben können. Da ist natürlich nichts drin. Na klar, ist da nichts drin, natürlich. Ich heiße ja mit zweiten Vornamen Pechvogel. So, aber ich möchte eben gucken, ob da vorne noch am Bug was ist. Nein, ist es natürlich nicht. Dann gehe ich wieder zurück. War überhaupt das Bug vorne? Ich glaube, vorne war doch das Heck und hinten war das Bug, oder? Ach, ich habe keine Ahnung. Sehe ich aus wie ein Schiffsbauer. So, ach, da ist natürlich auch wieder nichts drin. Hier gibt es etwas extrem Gutes, das kann ich euch sagen. Ich kann mir noch mal ein paar Rezepte rausholen. Die perfekte Welle. Das ist die perfekte Welle. Das ist der perfekte Tag. Nein, ich werde jetzt nicht singen. Muschelschalen und Kaminkorallen findet man häufig als Strandgut. Also auf geht's zu einem Ausflug an die Küste. Ein Dreizack, Gracos-Dreizack und ein Schwallstab. Ein Tsunami-Stark, Boomerang-Hosen und Wunderhosen. Ja, ist ja auch super. Hier gibt es ein extrem wichtiges Item, kann ich euch sagen. Hier wird nämlich ein Item drin sein. Das ist eine Waffe. Und die wird uns unglaublich heftig helfen. Aber noch nicht jetzt. Das dauert noch. Aber wenn wir da sind, dann kann ich euch versprechen, das Item ist fucking OP. Manche wissen vielleicht, worüber ich rede, manche wissen es vielleicht noch nicht, aber ihr müsst dann noch ein paar, sagen wir mal 30 Parts warten. Oh, 30 Parts, vielleicht ein bisschen übertrieben, ich glaube auch vorher werde ich das kriegen. Nämlich ist das da in einer dieser Truhen. Das wird ein Item sein, das uns extrem mächtig machen wird. Und bevor wir, ja, hier gibt es einen Endkampf in diesem Spiel, also zur Hauptstory, nichts von der Nebenstory. Ein Endkampf gibt es hier. Das, soweit kann ich das ja schon mal gern spoilern. Wäre ja langweilig, wenn nicht. Ist halt ein RPG. Das ist, wenn es da keinen Endkampf geben würde. Das wäre halt suboptimal. War ich eigentlich schon drin? Ich denke nicht. Nein. Und es wird halt einen Kampf da dann geben. Und ich kann euch sagen, dafür brauche ich das Item, das in dieser Truhe ist. Und eine ganz bestimmte Attacke, die mit diesem Schwert kombiniert, also wirklich eine Combo abgibt. Poho! Leco mio. Aber erstmal fahren wir mit dem Bötchen hier herum. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was diese komischen Dreiecke hier bedeuten. Vielleicht sind es diese Bäume. Wisst ihr noch, was ich meine? Diese Bäume, wo man halt dahin sausen. Na, wobei, dann würde das hier keinen Sinn machen, weil hier ist ja ein Baum. Weil das ist ja hier. Alles neu ab Thai ist das ja hier. Das sind halt schon so die Gebiete, die wir schon erforscht haben, ne? So, hier ist der Altpier, hier ist Weltkamm, Blümlingen und so. Und, ich weiß nicht, was diese Dreiecke... Ich habe null Ahnung. Aber ich werde jetzt einfach mich, hier durch die Gegend begeben, glaube ich. Habe ich so das Gefühl, ne? Wollen wir mal schauen. Hier gibt es natürlich auch wieder die Grafik. Vielleicht dürfen natürlich nicht fehlen. Ich sehe schon ein Ziel, wo ich hin möchte. Nee, ich möchte aber... Nee, ich gehe da oben hin. Ja, ich gehe da oben hin. Und ich hoffe, wir werden jetzt nicht direkt von Gegnern angesprungen. Wobei, das wird bei dieser Fahrt noch sein. Ich habe nämlich ein Ziel vor Augen. Ich möchte nämlich zu einem ganz bestimmten Ortchen cruisen. Natürlich. Natürlich. Ja, wir werden auch hier angegriffen. Alter! Alter! Viel direkt! Und ja, das sind auch wieder neue Gegner, wie ihr euch das vielleicht schon denken könnt, weil ihr es ja gerade selbst seht. Eieiei, Duncan... Furchtbare Faust. Ein äußerst präziser Faustschlag mit verheerender Wirkung. Setz dich doch mal direkt ein. Das klingt nach einer Attacke, die für mich geschmiegt ist. Geschmiedet, nicht geschmiegt. Wollte ich natürlich sagen. Aber ich wollte es nicht zugeben eigentlich. Ach, Selina kann ausweichen, wa? Ich möchte mal sehen, wie viel Furcht... Alter, jetzt ist hier die Blockrunde, oder was? Peng reicht nicht für den einen Salamadeur. Oder wie heißen die? Salamarodeur. Komm, jetzt zeig mal deine krasse, furchtbare Faust. Danke. ...63 Schaden für einen normalen Angriff? Das ist, ...krass! Vor allem auf Duncans Stärke. Also ehrlich, ich habe das schon Duncan heute in der Schule erzählt. Der Typ carried mich hier einfach. Der Typ carried uns hier einfach. Wo soll ich ihn hier anlegen? Ich wollte eigentlich an diese Insel ran, aber ich kann hier ja nirgends anlegen. Weil manchmal muss man sich so richtig nah... Ja, das sieht zwar sehr, sehr dämlich aus, aber manchmal muss man sich so nah an diese... Seht ihr? Das ist komisch irgendwie. Ach, hier bin ich! Ah, ich weiß, wo ich bin. Ja, ja, und das ist sogar ein Ort... Doch, hier will ich wohl gerne hin.
Doch. Ja, das ist gar nicht mal so schlecht, dass ich hierher gekommen bin. Ein Krafthammer, okay? Das ist gar nicht mal so schlecht, dass ich hierher gekommen bin, denn, ach, warte, er hat doch... Erlösung, können wir direkt mal ausprobieren. Es ist nämlich ein Gebiet. Ich habe sogar überlegt, hier danach hinzukommen. Weil hier müssen wir uns was abholen. Ich hoffe, das war hier. Könnte ich Google benutzen? Nein, ich werde mich erstmal hier durch diese Stadt, die da gleich ist, durchkämpfen. Ach ja, 56 Punkte. Ist nicht wenig, ist nicht viel. Ist also nicht schlecht. Alter, wie viel halten die denn bitte aus? Das gefällt mir nicht. Peng. Wobei, ich werde jetzt wahrscheinlich diesen Krafthammer, ja, besiegen. Ich hatte eh überlegt gehabt, hierher zu kommen, weil... Wie soll ich sagen? Passt halt, wenn ich hierher komme. Dann erreicht Stufe... Was war das jetzt? Ist mir auch egal. Neuer Zauber Ding Dong. Mhm, Ding Dong. Mumilästen, was für ein... Schmuddeliger Verband. Die kann ich auch sehr gut fürs... Alchemieren gebrauchen. Was sagt eigentlich Miss Stella hier zu sagen? Es war so klar, dass ich eine Auszeichnung wieder habe. Du bist ja ein eifriger Titelträger. Da hast du ja sicher schwer dran zu schleppen. Pass auf, dass du keinen fallen lässt. So lustig. Der Titelträger durch 10 Auszeichnungen. Ich möchte ganz kurz auf besiegte Monster gucken. Nach Familie bitte. Alle Monster. Denn nämlich auf der letzten Seite sehe ich alle Gegner, die ich hier besiegt habe. Nämlich vor Tyrantula fehlt hier eins. Und ich weiß auch, was da fehlt. Ich werde aber ganz kurz zu der Stadt gehen, sodass ich einfach nur teleportieren muss. Und dann gehe ich dahin, wo ich eigentlich hin wollte. Denn ich habe gerade überlegt, habe ich diesen einen Monster schon besiegt? Ja, ich wollte gerade fast den Namen dieses Monsters sagen, aber ich möchte euch das nicht spoilern. Auch wenn es dem meisten wahrscheinlich schon was sagen wird, denn ich glaube nur da nur Duncan guckt hier Dragon Quest. Ich habe keine Ahnung, wer hier eigentlich Dragon Quest guckt, außer Duncan. Ich selber, ich muss ja gucken, ob da irgendwelche Fehler sind und so weiter. Es ist immer nervig. Ich will meine eigenen Videos nicht gucken. Wir begeben uns dann wieder zurück nach Blümling, ja. Denn hier gibt es noch etwas für uns zu tun. Ich weiß nicht, ob wir da noch mit irgendjemandem reden müssen dafür. Ach, jetzt sehen wir auch hier auf der Karte mein Schiff und die verfolgen uns immer noch. Hier gibt es nämlich ein Gebiet, wo wir hin müssen. Ich weiß halt nicht, ob ich da irgendwie in irgendeiner Art und Weise noch mit irgendjemandem da quatschen muss, bevor ich diese Mission erst durchführen kann. Weil es halt wieder so ein Boss. Aber ich kann es ja sehen. Gucken schadet ja nicht, ne? Man kann ja mal nachprüfen, ob ich da schon hin kann. Und wenn ich da nicht hin kann, dann habe ich ja wenigstens nachgeguckt und bin jetzt vergewissert worden, dass es halt noch nicht geht. Wir einfach 2 Knackangriffe reichen. Okay, ich meine, Knack ist ein echt krasser Angriff. Den werden wir wahrscheinlich bis zum Ende des Let's Plays immer wieder einsetzen, weil ich glaube, es gibt keinen besseren als Knack. Wobei, da gab es doch irgendwie so eine bessere Explosionsattacke. Nicht Peng, sondern irgendwie noch was krasseres. Boom wahrscheinlich, nein. Wie soll ich sagen, bis wir auch da sind. Ja, das ist alles, das sind noch alles Zukunftsgedanken, ja. Wir müssen uns jetzt damit noch nicht abspielen. Aber wie... Ach komm, das... okay. Ich hab gerade irgendwie das Spiel pausiert und hatte Angst gehabt, dass jetzt irgendwie die Aufnahme oder so abgestürzt ist, ey. Und zwar hier nach oben. Ja, ich kann jetzt wieder aufhören zu speeden. Hier nach oben nämlich. Kann man nämlich oben rein. Da ist auch so eine kleine verlassene Hütte, müsste die, glaube ich, gewesen sein. Hallo, du da. Ich bin hierher gekommen, um den alten Klopper zu treffen. Er soll ein Händchen für Statuen haben, aber er ist nicht hier. Was für eine Zeitverschwendung. Wenn ich nur irgendeinen Hinweis hätte, wo er hingegangen ist oder sowas, stand da. Ich habe keine Ahnung. Ah, hier gibt es natürlich wieder was zu looten, ganz klar. Ah, Pferdemist, das wollte ich doch haben, Mensch. Pferdemist, das suchen wir doch. Gab es hier nicht irgendwo gerade... Ah, hier. Da ist ein Tagebuch auf dem Tisch. Vor langer Zeit sein. Nein, ich habe keine Lust auf Tagebücher. Ich habe keine Lust auf Tagebücher. Ich will einfach nur zu meinem Ziel. Ich gehe nach Neubühltal im Norden. Nun wird es bald vorüber sein. Und zwar werde ich auch nach Neubühltal hinlaufen. Aber ich hoffe, ich kann da schon hin. Ich weiß es halt nur nicht. Gipfel der Einsamkeit. Und da stehen 2 Leute voraus, wo der hier sogar sehr wichtig werden kann. Ein Waldläufer lebt mit der Natur im Einklang. Nur einer mit einem sanften Herzen kann ein Waldläufer werden. Wenn er die Fähigkeiten Gnade und Beschwichtigung meistert, kann er gar mit den Herzen der Monster kommunizieren.
Ihr tragt Stadtgeruch an euch, Reisender. Wollt ihr naturferne Person tatsächlich den Pfad der Waldläufer beschreiten? Yo. So sei es. Ich höre jetzt auf, so zu labern. Ist ja gut. Gift euch, ist euer Helfer. Verseucht damit 3 Feuerschimären. Das Gift allein muss ihnen den Atem aus dem Körper ziehen. Welche Berufung ihr auch habt, Gift euch darf nur mit einer kurzen Klinge verwendet werden. Habt ihr den Mut dazu, Reisender? Kann ich meinetwegen nehmen. Ich kann euch schon sagen, was wir da jetzt als Belohnung kriegen, wenn wir das nämlich schaffen, können wir nämlich die Klasse Waldläufer erlernen. Ja, ist ja gut. Nein, ich habe diese Mission noch nicht erfüllt. Ich wollte mit diesem kleinen Pimpfknoten neben dir reden. Hallo. Okay, alles klar, ist ja gut. Ich wusste nicht, dass du so ein Wachhund bist. Okay, hier können wir hoch, aber da gibt es hundertprozentig wieder eine Truhe. Und hier gibt es schon die ersten neuen Gegner. Das sind diese Georock-Dinger. Nein, natürlich ist auf der anderen Seite die Truhe. Ach, das ist doch... Das ist doch alles rigged. Alter, und dann ist schon wieder dieser mischugene Moai da unterwegs. Knack, ja, ist ja gut, dann setze ich halt Knack ein. Und der gewinnt sich hin und Selina wie eine Peng. Ich finde es immer noch so geil, wenn dieser mischugene Moai da angegriffen wird, wie er so zurückschreckt. Und ja, diese Sprengsteine können ziemlich coole Items droppen. Oder ein ziemlich cooles Item droppen, was wir auch gebrauchen können. Und ja, das hat sogar was mit Sprengen zu tun. Wer hätte das erwartet? Oh nein, der mischugene Moai ist aggressiv auf Duncan. Wie schlimm. Nicht, dass der Duncan noch zerquetscht. Alter, die halten... Achso, ich wollte gerade sagen, der überlebt das auch noch. Weil sonst hätte ich wieder gesagt, die halten so unglaublich viel aus. Ach, die droppen mir leider nichts. Was kann ich dieser mischugene Moai droppen, würde mich mal interessieren. Würde mich echt mal interessieren. So, was haben wir hier drin? Mini-Medaille. Ja, what the fuck? Ey, ich schwöre auf Mama G, ich wusste nicht, was da drin ist. Ja, man kann auch mal Glück haben, ne? Man kann auch mal, obwohl ich ja Marcel heiße, kann ich auch Glück... wie er mir hinterherrollt, und ich bin in der Sackgasse. Ach, scheiße, ich dachte, ich könnte mich da so richtig cool Slalom durchwirbeln, aber geht leider nicht. Und ja, ich muss aufpassen vor diesen Teilen, denn die können wirklich wie Geowatz sogar eine Selbstexplosion Allahu Akbar einsetzen. Und ihr könnt euch vorstellen, das tut ein bisschen weh, das kratzt ein bisschen an unseren Lebenspunkten. Das will ich nicht riskieren. So, wir sind erstmal noch bei der E1. Dieser Gipfel der Einsamkeit ist relativ hoch, deswegen werden wir wahrscheinlich noch im nächsten Part hier ran sitzen, weil... Es ist schon ein anspruchsvollerer Gipfel. Goldarmschiene, geil, die kann ich... Die kann ich nämlich gut gebrauchen. Metallschleimreiter? Die kenne ich noch gar nicht. Geben die auch 50 Milliarden Erfahrungspunkte? Kann ja gar nicht. Diese Metallschleime sind immer geflohen. Und ich meine auch wirklich immer, alle fliehen. Auch diese Königsmetallschleime. Das würde dann keinen Sinn machen. Das ist ein Fake-Metallschleim. Nein, das wäre komisch, wenn nur ein einziger dann auf einmal so... Oh nee, ich entscheide mich dazu. Ich greife die Gegner an. Ich enthalte mich dem Mainstream. Nein, das wäre nicht so, dass... Das muss jetzt, ein anderer Gegner sein. Giftzombies sind also unsere Gegner. Es ist nicht, dass sie uns so irgendwie vergiften, weil das ist... Alter, halten die viel aus. Das kann ja ein langer Kampf werden. Toll. Sehr toll. Duncan ist immer noch so ulkig langsam. Ist ja schön, dass du mir einen giftigen Odem wegspeist. Alle trifft das? Oh, keiner ist betroffen. Ja, genau, wenigstens der eine weg. So. Ich habe mich auch dazu entschieden, halt, wie gesagt, zu welcher Klasse ich mich machen werde, nämlich zum Schwertmagier. Für die, die es halt noch nicht wissen, ich mache mich halt zum Schwertmagier, da ich halt Talente Schwert so weitermachen kann. Ich habe nur wieder vergessen, wo ich den Schwertmagier machen kann. Ich glaube, das war halt in der neu erkundeten Stadt. Wasaba hieß sie, glaube ich. Vielleicht kommt da ja auch die Wasaba Guinée her. Wisst ihr, welche ich meine? Die haben ja Geschenke gekriegt von manchen Leuten, weil wir die Mission von denen erfüllt haben. Diese Wasaba Guinée. Ich glaube, das war Wasaba, Wasaba, ich glaube, so hieß die Stadt. Wo man, den Schwertmagier kriegen kann. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Alter, diese Bugs. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, ne? Geschicksam, cool, das können wir direkt. Alter, nein. Alter, da läuft ein Baum hinter mir her. Rüdiger! Okay, Gepäck, das wollen wir direkt mal einsetzen. Wo haben wir das denn?
Als habe ich das. Ach, mit Select kann man direkt ordnen. Nach Typ, nach Name, nach Name wäre irgendwie mir lieber. Also muss das jetzt bei G sein. Das finden wir hier. Ja, finden wir hier. Geschicksam. Wer hat denn am wenigsten Geschick? Der Duncan mit 50. Dann gebe ich das natürlich direkt mal den Duncan. Haben wir irgendwelche anderen noch? Irgendwelche anderen Samen hier noch, den ich den anderen noch verabreichen kann? Nee, sieht nicht danach aus. Aber wir haben 5 Bammel-Bammels. Nein! Alter, wie der da gecampt hat in der Ecke. Oder wie die beiden da gecampt haben in der Ecke. Schlimmer als in Call of Duty, ey. Schlimm, schlimm, schlimm. Wahrscheinlich 5-jährige kleine Bosskinder, oder? Oder die sich fühlen, als wären sie die Bosse des Internets. Oh, 5 Schaden macht sie wieder jetzt sogar schon. Ich bin schon zufrieden mit dem Ergebnis, aber die machen uns zu viel Schaden. Weil man darf natürlich nicht vergessen, die greifen einen von uns an und wir greifen mit 4 auf einen an. Also, es ist ein Unterschied, ne? Natürlich ist Selina dann wieder die Erste, die mit so einem Low-Angriff angreifen darf. Aber egal, sie heilt sich ja sozusagen damit. Also, ist es ja nicht allzu schlimm. Man kann es ihr verkraften, dass sie auch mal gerne ein bisschen Erfolg haben möchte. Ne? Aber trotzdem, sie sollte es nicht übertreiben. Sie soll es mal lieber den Leuten machen, die sich auch auskennen mit Gegnertöten. Nett. Ich bin nicht frauenfeindlich, aber die können halt nichts. Nein. Oh, da war wieder der Baum, der mich verfolgen wollte. Ah, Mama, da verfolgen mich Bäume. Sohn, träumst du zu viel? Du spielst zu viele Videospiele, glaube ich. Oh, hier haben wir wieder was entdeckt. Hier gibt es wahrscheinlich wieder eine Kiste für uns. Ach, geh doch weg, du komischer Sprengstein. Oh, noch ein Zombie. Mama, da laufen Zombies hinter mir her und Steine, die leben. Okay, Sohnemann, du gehst jetzt weg von dem PC. Okay, ja, ich versink mal wieder meiner eigenen Welt, ich weiß. Für ein Häuflein Kätzchenstreu, auch geil. Katzenstreu habe ich mich jetzt hier hinbewegt. Ich habe meinen Arsch jetzt hier hinbegeben. Ein Baum! Ich habe meinen Arsch jetzt hier hinbewegt, damit ich ein fucking Katzenstreu... Egal, ich beende jetzt mal die Party. Wir sind jetzt schon ein bisschen länger hier jetzt unterwegs. Ich denke mal, das war's erstmal für heute. Jetzt gleich läuft auch noch die Champions League, die möchte ich nicht verpassen. Und deshalb beende ich jetzt diesen Part. Wenn euch dieser Party gefallen hat, würde mich einen Daumen hoch freuen und supporten. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Habt noch einen schönen Tag und tschüss, Kowski, Jankowski. Bye, bye.